Ja, sehr was dem auch und grüß euch die Buben. Ja, ihr seht, ich bin einmal wieder unterwegs, diesmal im Auto. Ich möchte da nicht weit fahren, fahre da nur auf Rohrau um. Da will ich ein bisschen neben der Fische, ein bisschen spazieren gehen, eigentlich nur leichtes Gepäck dabei. Kaffee, mehr gibt es heute nicht, gegessen habe ich. Wir haben in der Zwischenzeit auch schon 2:30, also es ist wirklich nur ein bisschen ein Verdauungsspaziergang, sagen wir so. Also in dem Sinn, wir sind jetzt eh gleich da und dann schauen wir weiter. Ja, ich bin da jetzt neben der Leiter. Zuerst bin ich da vorne gestanden mit dem Auto, aber unter die Bahn, das war mir zu unsicher. Jetzt habe ich mein Stückchen weiter weggestellt und jetzt dürfte es passen. So, und jetzt schauen wir da mal vier. Da drüben zwitschert sich einer was runter. Geil aus mit dem Bandhut. Ah, da hängt der Biber dran. Ein schönes Platz auch hier unten, das ist wahrscheinlich für die Angler. Ein forstliches Sperrgebiet. Schlägerungsarbeiten 3.5. bis 9.5. Dann wieder die Baumwurzeln, die sind in der Luft hängen. Ja, wenn mehr Wasser drin ist, sind sie unter Wasser, aber jetzt schaut irgendwie lustig aus. Jetzt der Ente. Ente. Zwei Enten, lassen sie es gut gehen. Ja, ich hab's wieder geschafft. Da drüben sieht man die Öffnung vom Bunker. Und da schauen wir jetzt hin. Schauen wir mal, ob er offen ist, aber ich denke schon. So, über die Brücken müssen wir jetzt drüber und dann dahinter wieder ein Stück retour. Und durch den Wald ist der Bunker versteckt. Da so ein kleiner Trampelpfad ist, schätze ich, wird er öfters wieder zu dem Bunker herkommen. So, da sind wir wieder. Und hier steht da mein Sperrangel weit offen. Was. Pflanzen wir das Licht einmal drauf. Boom, Entlüftung. Boom, eine. Ja, Licht drauf und gehen wir rein. Ja, meine. Da war mir ein Schaltschrank, der es umbaut. Spinnen sind da auch genug. Da
das sind diese leicht straffen Pfähle, die da halt, dass man sieht, wo der Ausgang ist. Jugendliche wieder Knöchel haben wir dumm verbotzt. Ja, und dann ist da natürlich alles zusammengehauen. Ja, ist ganz logisch, sowas muss man natürlich alles zusammenhauen, ist klar. So, da war der Geschützturm drauf. Natürlich zu betoniert. Ja, alles was mit Elektrik zu tun hat, alles zusammengehauen. Ja, wie gesagt, die Kinder, ich war da schon öfters herin. Da waren zwei Beeten, die sind auch weg. Das Licht da unten hat die auch zusammengehauen, Hegel. Da war die Entlüftung. Schauen wir mal nach der Telefonkabine aus. Genau angeschrieben da. Da ist wahrscheinlich ein Ofen gewesen, der ist aber schon komplett zu. So, und jetzt werde ich das einmal anleuchten und dann werden wir das Licht einmal kurz so dran. Dann sehe ich, wie das Licht. Das Licht haben wir ordentlich an. Und jetzt da haben wir das Licht da. Und so haben wir eigentlich immer gesehen, wo der Ausgang ist. So, und jetzt gehen wir wieder raus. Das war's wieder. Schaut mal, was da liegt. Da ist sicher kalt daheim. Hallo. Was ist da los ist? Na, brauchst du nicht beißen. Der dann nicht kalt ist. So, ich hab's jetzt da rausgegeben. Da kann sie es jetzt ein bisschen akklimatisieren. Gut, Baby? Jo. Da ist wärmer. So, jetzt sind wir heraus. Müsste zwar noch alles einzahlen, aber das zählt eh alles auf. Da müsste noch so eine Ausschau sein. Da ist ich ihn schon. Da vorne zeige ich auch gleich. So, da ist jetzt der Ausguck quasi. Da hat man da unten rein können, schaue ich dann eh noch hin. Und da oben haben die, glaube ich, mittels einem Spiegel haben die geschaut. Hat man aufmacht und rausgeschießen auch können, schätze ich. Ja, da steht Wasser drinnen. Aber das war der Abgang oben. Ja, wie gesagt, da unten ist der Eingang. Da hat sich eine Schaukel montiert. Da sind
Lüftungen. Eine da, eine dort und da ist auch noch sicher der Auspuff wahrscheinlich vom Notstromaggregat oder so. Ja, so ganz schön groß ist da. Was du schaust, das Blaue. Und dort das Blaue ist noch Übungsmunition. Definitiv Platzpatronen. Und die da auch angeschossen. Ja, bleibt da liegen natürlich gleich der Plastik verrotet eh nicht. Ich nehme es mit und haue es daheim weg. Ja, jetzt hätte ich noch gerne ein Windstuhl des Platz finden. Ja, da hinten hat noch was entdeckt. Die sich da zirkeln. Da hinten, da schauen wir natürlich auch hin. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Geht es irgendwie rein? Schauen wir von der anderen Seite. Okay. Da ist auch Wasser drin. Ja, dass das offen ist, finde ich gerade nicht so gut. Wenn da ein Viech reinfliegt, hat sie sich erledigt. Schauen wir mal, wie tief es da reingeht. Das würde mich interessieren. Okay. Ja, sagen wir mal so 50, 60 cm. Ich werde auf alle Fälle den da liegen lassen. Wo das kleinere Viech reinfliegt, können sie sich da außerhandeln eventuell. Ja Freunde, mir lasst sowas keine Ruhe. Ich habe noch gestern ausgesucht. Und der ist wahrscheinlich etwas besser. Ja, jetzt fühle ich mich besser. Schaut, was ich da noch gefunden habe. Eine Dose, was zu ist. Leberkäse. Ist nur komplett verschlossen. Keine Ahnung. Ich finde da kein Haltbarkeitsdatum. Gasse. Nein, in die Medien zurück, die sowieso da haben. Ja, jetzt habe ich da noch ein Datum gefunden auf der Dose. Das ist nicht so groß geschrieben, wie es bei unserer jetzigen ist. Das steht da ganz klar herunten. Ich blende euch da jetzt einmal ein Bild ein. Ja, Freunde, gigantisch. 1984 bis jetzt der 21. Das sind 37 Jahre, da ist aber empfohlene Aufbrauchsfrist. Wer weiß, wie lange das schon drin ist, das ist wahrscheinlich schon 40 Jahre alt. Das ist schon ein Unikat. Gewaltig, sie hat sich auch ein bisschen aufgelassen. Na gut, es täuscht vielleicht. Ich werde daheim auf alle Fälle reinschauen, weil es mich allein interessiert. Ja, ich denke, da werden wir jetzt auf alle Fälle ein Käfchen genehmigen. Jo Freunde, es ist wieder soweit. Krankensaison, jetzt hat es natürlich wieder die ersten. Werd's mal gesund und meine ganzen Gesunden werd's mal nicht krank. Prost! Zwei Hunden. Zwei Äpfeln. Ja, so wie es ausschaut, bleibt man nur derselbe Weg zurück. Schalte erst wieder ein, falls es was Interessantes gibt, aber ich glaube, wir werden da nicht viel Neues sehen. So Freunde, wie seht ihr, da hinter mir steht schon die Droschke und wartet auf mich. Ja, beim Rückweg habe ich nichts mehr Interessantes gesehen. Habe ich es auch gar nicht mehr aufgetan. Ja, ist halt so. Ich sage mal wieder danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Marl und pfiat euch die Burm. So, ich bin jetzt daheim und jetzt schauen wir in die Dosen rein, weil ich bin echt neugierig, wie die innen ausschaut. Schaut euch das an, die hat nicht einmal was. Mein Essen weiß sicher nicht mehr, aber die hat nichts. Gewaltig. 37 Jahre. 37 Jahre.